Ja, es kam kurz vor Mitternacht zu einem Brand in einer Feldscheune am nördlichen Ortsrand von Delmenhorst. Und die Scheune ist gefüllt mit 250 Rundballen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestand das Objekt bereits in Vollbrand, was uns auch schon auf der Anfahrt von der Leitstelle mitgeteilt wurde, weil zahlreiche Notrufe auch aus dem Bremer Bereich schon eingegangen sind. Die Wasserversorgung ist hier recht gut, konnte auch über das Trinkwassernetz, über die Hydranten sichergestellt werden. Es musste zwar eine Wasserleitung oder eine Wasserversorgung über lange Wegstrecke noch sichergestellt werden, aber im Bereich Wasserversorgung keine Probleme. Für Menschen oder Tiere besteht keine Gefahr. Die, durch eine massive Riegelstellung konnte auch der umliegende Wald oder auch das benachbarte Wohnhaus geschützt werden. Jetzt sind auch die Flammen soweit gelöscht. Jetzt beginnt das mühsame Auseinanderziehen und die Nachlöscharbeiten beginnen jetzt, die noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen werden. Ja, es werden jetzt mit sogenannten Radladern und Teleskopladern die Strohballen einzeln aus der fast niedergebrannten Feldscheune herausgefahren, auf dem Feld ausgebreitet, weil die verpressten Rundballen sich so nicht ablöschen lassen, und dann mit Wasser noch abgelöscht auf dem Feld. Dann sah man ja eine Rauchsäule, obwohl es schon dunkel war. Und dann bin ich hierher gefahren und dann stand dieser Schuppen praktisch im Vollbrand. Riesiges Feuer, ich war wohl die zweite Person. Und die erste Person war gerade an den Wohnwagen, hat geklopft, ob da vielleicht eine Person drin ist in dem Wohnwagen. Aber das war wohl nicht so. Und dann hat die Person schon die Feuerwehr gerufen. Ja, und dann hat das vielleicht eine Viertelstunde gedauert, bis dann die erste Wehr gekommen ist. Ja, es ist enorm beeindruckend, die Geräuschkulisse. Die hat man immerhin über ein paar hundert Meter Entfernung gehört und hörte sich wie an ein Feuerwerk.